Herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Rogue Remastered. Und ich frage mich, wo es hier eigentlich entlang geht's? Ach so, vielleicht da entlang. Ich habe soeben meine Nachricht erhalten, oder? Nö. Nee. Aber ich weiß, dass es hier entlang geht. Berg will, dass die Server laufen. Jetzt. Warum auch immer es hier so kalt ist. Oder warum auch immer es hier so eisig ist. Ich nehme mal an, wir müssen wieder auf die... Sie sind weit gekommen, aber noch nicht fertig. Zu den Servern. Okay, das scheint ja vollkommen falsch zu sein. Oder wir scheinen ja vollkommen falsch zu sein. Das ist eher das, was ich sagen wollte. Wobei doch, da geht's. Scheint nach unten zu gehen. Sicherheitsstufe 2, ja, das passt. So, bin ich mal gespannt, was wir jetzt wieder für eine Scheiße machen müssen. Okay, genau dasselbe wie vorher eigentlich. Ja, das war zwar wieder ziemlich schwer. Wobei ich denke mal, es gibt da Kerne, die deutlich schwerer sind. Ist ja auch so wie in Assassin's Creed 4 gewesen. François Macondal rettete Baptiste vor der Sklaverei und führte ihn in die sogenannte Bruderschaft ein. Macondal war ein grausamer Mentor. Und in seinem verzweifelten Versuch, Sklaven zu befreien, brach er sein eigenes Credo, indem er wahllos Adlige tötete. So fehlgeleitet sie auch sind, manche Assassinen sind ehrenhaft. Macondal zählte nicht dazu. Dank des berechnenden Genies von Madeleine de Lille statuierten die Templer ein Exempel an Macondal durch seine öffentliche Hinrichtung 1758. Liberations, genau. Sein erbärmliches Feigenblatt von Bruderschaft zerfiel rasch. Als sein Kamerad und Jugendfreund Agathe nach Louisiana floh, erkannte Baptiste die Sinnlosigkeit seines früheren Lebens in Macondals Bruderschaft. Madeleine sah Baptistes Potenzial und wies ihre Templer in New Orleans an, mit ihm ins Geschäft zu kommen. Wenn er Agathe herauslocken und töten könnte, würde er einen Platz im Templerorden erhalten. Obwohl Baptiste von der Assassinin Avaline de Grandpré getötet wurde, zeigt sein Weg klar die inhärente Überlegenheit der Templerideale über den Assassinenterror. Interessant. Ja, Animus ist bereit und wartet. Wir haben gerade mal 3 von 20 Computern repariert. Das ist auch ein Armutszeugnis. Aber mir geht es ja hauptsächlich darum, in der Story weiterzukommen. Und manchmal machen wir ja auch was Nebensächliches. Muss man sogar manchmal, besonders wenn es um das Aufrüsten des Schiffs geht. Aber an sich sind diese Rätsel einfach nur langweilig und manchmal nerven sie einem auch nur Tiere schon Ende. So. Ab in die Helix-Forschung. Und wir sehen hier nur ständig irgendwelche Texte, aber nichts, was wir akustisch wahrnehmen können. Selbst wenn sie noch nicht wissen, was es ist. Und du müsstest wieder ran. Ja, lasst uns keine Zeit vertrödeln. Ab geht's hier in den Animus. Shit, was ist passiert? Noch eine Störung? Dasselbe wie zuvor. Shay ist in Notre Dame. Versuchen Sie, die Erinnerung zu vervollständigen.
Jetzt haben wir wieder so eine kleine Werbung zu Assassin's Creed Unity. In Frankreich. Ich hab's. Shay ist in Paris, okay? Hab sogar ein Datum. 1776. Zu diesem Zeitpunkt war Franklin amerikanischer Botschafter in Paris. Ladies and Gentlemen, Mr. Otto Berg, Profikiller und Amateurhistoriker. Ich soll Benjamin Franklin ausfindig machen. Quelque mal? Il est fou! Il a sûrement attrapé la fièvre. Il faudrait que quelqu'un se remette les idées en place. Allez, une heure à l'ouvrage, vous autres. Marianne est bel et bien. You shall perish! Okay. Oh, aber wo ist er denn? Ach so, der liegt da in der Ecke. Ja, einfach so in einer fremden Stadt irgendwelche fremden Typen umzubringen, ist vielleicht auch nicht so das Wahre. Ihr das? Wie lange ist das her? Ah, wo bleiben meine Manieren? Vielen Dank, mein Freund, danke. Aber was treibt ihr in Paris? Mit allem nötigen Respekt, Sir. Keine Zeit zu reden. Ihr seid immer noch in Gefahr. Ja, ich muss zu meiner Familie. Ja. Okay, jetzt müssen wir praktisch hier Prävention bereiten. Nein! Stopp! Ach Mist! Ich war kurz davor, den zu erwischen. Habe ich den falschen, habe ich den Zivilisten erwischt, weil das Spiel sich mal wieder dachte, nein, wir lassen dich den jetzt nicht töten. Mein Controller ist übrigens bald leer. Verbrecher mit Luftattentaten töten. Okay, wir sollten darauf achten, was da steht. So ein Bullshit aber auch. Was war denn das da gerade? Das waren wieder Steuerungen und Logikfehler ohne Ende. So wird es doch nix. Okay, nochmal. Was?
Wie soll man an den rankommen in der Luft? Okay, nochmal. Ja, von da oben, okay, kann man anscheinend doch. Das geht doch so nicht, meine Güte! Wie könnt ihr den dann schon so kommen lassen? Ich muss doch auch Vorbereitungen treffen, verflucht doch mal! So geht es doch beim besten Willen nicht! Da muss man schon beim ersten sowas so kompliziert herumspringen. Ja, auf, der kommt und tötet den, meine Fresse! So eine Scheiße aber auch! Warum muss man in so einer verkackten Mission ein Nebenziel einführen? Nochmal. Ja, auf, bevor der kommt. Das kann man alles. Hat man wieder keine Chance, den umzubringen zuvor. Oder vielleicht ist das alles viel leichter, als ich es mir jetzt ausmale. Und das ist doch einfach nur Scheiße ohne Ende. So, dann machen wir es jetzt anders. Geht mir aus dem verfickten Weg hier! Ja, so geht's doch gleich leichter. Okay, ja, es ist nicht so kompliziert, wie ich es gedacht habe. So, zweiter, das hätten wir auch. Der dritte, der kommt dann wahrscheinlich von... Okay, ja. Jetzt habe ich mich damit wieder vollkommen reingesteigert. Ich muss erst wissen, ob meine Familie sicher ist. Ist aber nicht dieselbe Stimme wie vom George Clooney. So, alle Verbrecher töten, bevor die Zeit abgelaufen ist. Die Verbrecher ausfindig machen und töten, okay. Super, wo sollen die jetzt sein? Ach so, wahrscheinlich sind da wieder welche auf dem Dach. Ja, hab ich mal wieder nicht dran gedacht. Ja, das mache ich jetzt noch in dem Part hier. Ach so, das ist ja gar kein Nebenziel. Das ist ja... Wird verlangt, dass man die findet.
Ja gut, dann müssen wir es dementsprechend nochmal neu laden. Letzter Checkpoint neu laden. Und ich beende den Part, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, haltet die Ohren steif. Und denkt daran, Freundschaft ist Magie.